Heute steigen wir ein bisschen tiefer in die Achsensymmetrie ein und gucken uns mal die Eigenschaften dieser Symmetrieabbildung an. Wie du siehst, ist hier das Dreieck ABC an der Spiegelachse G gespiegelt worden und wir gehen mal durch, dass auch tatsächlich alle Eigenschaften einer Achsenspiegelung vorliegen. Jeweils ist ein Punkt mit seinem Symmetriepartner durch eine Strecke verbunden, die senkrecht auf der Spiegelachse steht. Du kannst es nochmal nachprüfen. Ich habe es gezeichnet und ich habe dabei festgestellt, ja, die sind alle senkrecht zu dieser Spiegelachse. Außerdem siehst du, dass die Kreisausschnitte, die jeweils in den Schnittpunkten dieser Verbindungsstrecke mit der Spiegelachse angesetzt sind, genau von einem Punkt zu seinem jeweiligen Spiegelpartner, zu seinem Symmetriepartner führen. Also bei C ist das der Fall, bei B ist es der Fall und auch der Halbkreis von A nach A' ist genau durch diese beiden Punkte verlaufend. Jetzt, da wir festgestellt haben, dass es sich dabei wirklich um eine Spiegelung an der Achse G handelt, können wir uns mit den Eigenschaften dieser Symmetrie beschäftigen. Wir gucken mal und messen mal nach, ob die Strecken A und A' jeweils gleich lang sind. Ihr seht, die ist ungefähr 6,3 cm lang und die Strecke A' ist ebenfalls 6,3 cm lang. Das könnte ja Zufall sein. Probieren wir das mal bei B aus. Ihr seht, das ist ziemlich genau 6 cm. Naja, vielleicht sind es eher 5,9. Das Lineal misst es nicht ganz so genau. Sagen wir mal genau zwischen 5,9 und 6. Und die Strecke B' hier, die ist, wenn ich das richtig messen kann, ebenfalls zwischen 5,9 und 6 cm lang. Gucken wir noch auf die Strecke C. Diese ist bei mir 4,9 cm lang. Das ist mal C', die ist ebenfalls 4,9 cm lang. Wir können als erstes mal festhalten, die Achsensymmetrie, die ist längenerhaltend. Das heißt, der Abstand zwischen einem Punkt und einem anderen, der ist genauso lang wie der Abstand zwischen den beiden Symmetriepartnern. Und damit ist natürlich auch die Strecke von einer Seite zum Beispiel gleich lang. Als nächstes nehmen wir uns mal die Winkel vor und da messen wir mal den Winkel Alpha, der hat in diesem Fall, ihr seht es ganz genau, 70 Grad und der Winkel Alpha Strich, der ist auch ein spitzer Winkel und der hat ebenfalls die Größe 70 Grad. Das könnte ja Zufall sein. Wir messen mal nach, wie das bei Beta ist. Das ist auch ein spitzer Winkel, das heißt, ich muss auf die kleinere der beiden Zahlen gucken und der ist ziemlich genau 63 Grad. Mal gucken, wie das bei Beta' ist. Also auch Winkel haben offensichtlich ihren Symmetriepartner und ihr könnt es erkennen, es ist ein spitzer Winkel, deswegen ist es nicht 117 Grad, sondern es sind tatsächlich 63 jetzt hier auf der äußeren Skala. Der ist genauso groß wie Beta und wir messen nochmal Gamma nach und Gamma'. Gamma, das sind ziemlich genau, naja, wie viel sind das denn, spitzer Winkel, 47 Grad. Das würde dafür sprechen, dass es genau 180 Grad dann ergibt. Und wir messen nochmal Gamma' nach, den Symmetriepartner. Und auch der hat als spitzer Winkel 47 Grad. Bei drei Winkeln können wir also sagen, das ist nicht Zufall und wir können festhalten,
Die Achsenspiegelung ist winkelerhaltend, das heißt, dass ein Winkel und der Symmetriepartner, also als Winkel, gleich groß sind. Wir kennen das, die Lehrkraft, die legt immer sehr großen Wert darauf, dass ein Vieleck immer entgegen des Uhrzeigersinns mit Großbuchstaben benannt wird, heißt also A, B, C, die Uhr dreht sich so rum, aber wir benennen es entgegengesetzt des Uhrzeigersinns A, B, C. Und wir stellen aber fest, dass bei dem Spiegelbild die Benennung mit dem Uhrzeigersinn läuft. Also guckt mal hier A', B', C', das ist ja so rum und genauso wie die Uhr verläuft. Wir können also festhalten, dass die Achsensymmetrie nicht den Umlaufsinn beibehält, sondern umkehrt. Wenn es vorher entgegengesetzt des Uhrzeigersinns war, so ist es jetzt mit dem Uhrzeigersinn. Tja, das waren also die drei Eigenschaften der Achsensymmetrie. Zählen wir sie nochmal auf. Erstens, sie ist längenerhaltend, das heißt, alle Strecken, die sind gleich lang mit ihren Symmetriepartnern verglichen. Sie ist winkelerhaltend, das heißt, Winkel und deren Symmetriepartner sind gleich groß, aber die Drehrichtung, das heißt also die Richtung der Benennung eines Vielecks, die wird umgekehrt. Das heißt also, wenn es entgegen des Uhrzeigersinns ist, dann ist es im Spiegelbild mit dem Uhrzeigersinn.